Die Absolventen der AHS Bruck wurden eingeladen, sich über einen interessanten Ausbildungslehrgang zum Industrieassistenten zu informieren. Es ist ein Projekt vorgestellt worden, das die Fachhochschule in Wiener Neustadt und die Fachhochschule Ioanneum in Kapfenberg initiiert hat, gemeinsam mit dem Ausbildungszentrum mit Zuschlag, wo an 4 Standorten, und das sind die Hauptfinanziers, nämlich die Stadt mit Zuschlag, Kindberg, Kapfenberg und Bruck, ein Trainee-Programm gestartet werden soll, vor allem für AHS-Schülerinnen und Schüler, für Matura-Abgänger. Auf der einen Seite sind es die prosperierenden Wirtschaftsbetriebe des Mürztales, auf der anderen Seite die Fachhochschulen, die hier gemeinsam mit dem Mürzzuschlager Innovations- und Ausbildungszentrum an und für sich einen solchen Ausbildungslehrgang auf die Beine gestellt haben. Und ich denke, der hat Zukunft. Aus der Perspektive der Wirtschaft, wie sehen Sie dieses ganze Projekt? Ist es ein Projekt, das Sinn macht oder nicht? Also aus Perspektive der Wirtschaft würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Sinn. Es bietet den Unternehmen eine andere Möglichkeit, zu Mitarbeitern zu gelangen. Es bietet allerdings jetzt auch aus Sicht jetzt des Schülers eine Alternative, statt einem langen Studium einfach einmal rascher zu einem Praxisteil auch zu kommen und zu sehen, wo fühlt man sich in welchem Aufgabengebiet möglicherweise wohler als in einem anderen. Gut, lange Ausbildungszeit an den Universitäten, das wissen wir. Aber welche Chancen haben denn die jungen Leute, die sich einem solchen Projekt anschließen? Garantiert die Wirtschaft ihnen dann auch ein Einkommen, mit dem sie leben können? Also das hängt natürlich ganz davon ab, wie stark sich dass der Absolvent einbringt, die Absolventin einbringt natürlich ins Unternehmen und wie zufrieden man auch mit seiner Stelle und Position dann ist. Also garantieren kann man dann natürlich, wenn der Mitarbeiter zum Unternehmen passt, also der Praktikant im ersten Sinne zum Unternehmen passt, dann kann er auch leicht zum Mitarbeiter werden. Ja? Kann man sagen, eine Idee für eine Idee? Eine Idee für eine Idee, ja, das, das stimmt, dass in recht kurzfristiger Zeit wurde diese Idee zu einem realen Projekt entwickelt mit ganz klaren Umsetzungskomponenten und wir gehen auch von dem entsprechenden Erfolg dieser Idee aus, dass sich sehr viele Firmen als Partner daran beteiligen. Wir erwarten uns dadurch wirklich engagierte, junge Mitarbeiter zu bekommen, die motiviert ins Leben einsteigen, die eine solide Basisausbildung im wirtschaftlichen und im technischen Bereich mitbringen. Wir haben sehr viele Einsatzmöglichkeiten bei uns, unter anderem in Bereichen wie Logistik, Projektmanagement, Qualitätsmanagement und. Das heißt, wir waren wirklich von Anfang an sehr begeistert von diesem Programm. Interessant ist ja, dass diese jungen Leute ja eine AHS besuchen, weil sie später studieren wollen, Medizin, JUS, Betriebswirtschaft. Und jetzt wird ihnen plötzlich etwas geboten, womit sie eigentlich im Moment noch nicht so viel anfangen können, nämlich das Eindringen in den technischen Bereich. Naja, es ist nicht der technische Bereich alleine, sondern es ist immer die Nahtstelle zwischen Wirtschaft und Technik hier der Fokus in dieser Ausbildung. Aber natürlich haben Sie recht, junge Leute gehen in der Regel in die AHS, um Medizin, Wirtschaft, JUS, Technik an der Universität weiter zu studieren. Das ist ja die Grundidee der AHS. Aber wir wissen auch, und das bestätigen uns auch die Vertreterinnen und Vertreter dieser Schulen, dass viele der jungen Leute, viele der Maturantinnen und Maturanten dennoch unentschlossen sind und nicht wild entschlossen an die Universität oder an die Fachhochschule kommen, um zu studieren, sondern ein Angebot suchen, das ihnen ermöglicht, hier in der Region in einen qualifizierten Job mit Aufstiegschancen zu kommen. Nachdem diese Ausbildung ja eine Schnittstelle sein soll zwischen der AHS und jene AHS-Maturanten unterstützen soll, die ein Sprungbrett in die Industrie bekommen wollen, ist natürlich dieser Studiengang prädestiniert, weil wir auch, so wie diese Ausbildung, wie dieses Projekt, eine Mischung sind aus Technik und Wirtschaft. AHS-Absolventinnen oder Maturantinnen sind ja besonders gut ausgebildet allgemein in Sprachen, in Mathematik, in solchen Themen. Und wenn sie jetzt noch sozusagen Lehrveranstaltungen und Inhalte bekommen, in wirtschaftlichen Belangen, in technischen Belangen, sind die Chancen in der heimischen Industrie, die ja viele Weltmarktführerfirmen hier beheimatet, sind die Chancen da, dass man hier einen Startjob bekommt und, wie Sie wissen, auch danach noch berufsbegleitend weiter studieren. Groß war das Interesse, denn es eröffnet eine neue Möglichkeit für die persönliche Zukunft.